Hallo Leute und willkommen beim Sparmag und willkommen zu unserem Honor Magic V2 Erfahrungsbericht. Nein, nicht die Porsche Edition, auch nicht Warum die Porsche nicht? Design Edition. Leider wir wissen nicht. Immer noch nicht, was sie kostet. Nee, wissen wir noch nicht. Aber dafür wissen wir jetzt mittlerweile alles zum Honor Magic V2. Wir haben euch ja in unserem ersten Eindruck schon vorgeschwärmt von dem Gerät. Wir waren sehr begeistert, da dürfen wir noch nicht wirklich mehr sagen. Ich sag's mal so, die positiven Punkte sind nicht gewichen. Wir sind, glaube ich, beide nach wie Große vor sehr Fanboys. Begeistert. Es gibt auch Kritikpunkte, aber nichtsdestotrotz so für mich das beeindruckendste Foldable seit langer Zeit. Ja. Wir machen das Ganze wie immer, erst die Pro-Punkte, dann die Kontra-Punkte und dazwischen die neutralen Punkte. Ja, liebes Foldable, willst du anfangen? Es fühlt sich an wie ein normales Smartphone, wenn ich es zuklappe, endlich. Das Ding ist, klar, aufgeklappt, das hat auch ein Samsung Fold, auch ein, von mir aus ein Pixel Fold von Google, auch die ganzen Xiaomi Mix-Dinger und wie sie nicht alle heißen. Wenn man die Dinger alle aufklappt, dann hat man dieses Verhältnis im Sinne von, ey, es ist relativ dünn, das Gewichtsverteilung ist halt ein kleines Tablet, dafür ist es toll. Aber bisher hat es noch keiner, auch kein Oppo, kein Nix, es geschafft, das Ding im zugeklappten Zustand so dünn werden zu lassen und auch von den Proportionen im Seitenverhältnis, glaube ich, 20:9, wie ein normales Smartphone. Und das Gewicht, vergiss das nicht. Ja, und das bei dem Gewicht, ich sage jetzt mal im Vergleich, ich habe hier ein S23 Ultra von Samsung, im Vergleich ist das hier ein Klopper. Und das hier ist ein Foldable, das ist hier das filigrane Teil. Gut, jetzt sagt der eine oder andere, jetzt hast du im Ultra ja auch einen super duper Klopper. Aber nehmen wir einfach mal ein iPhone 15 Pro Max von Apple, ne, was im Verhältnis nochmal breiter daherkommt. Das tut sich nicht wirklich viel. Und es ist ein Foldable nach wie vor. Es ist kein normales Smartphone, sondern ich klappe es auf und habe mein Mini-Tablet. Und das hat noch kein anderer Hersteller hardwaremäßig so geil hingebaut wie Honor. Und jetzt auch nach, wie lange haben wir das Ding? Das war vor Weihnachten, ja. Sind die Samples schon bei uns eingetrudelt. Seit 2 Monaten, natürlich sehe ich die Falte, natürlich habe ich auch hier aber immer nach wie vor Grenzen. Von der Haptik, von der Bedienbarkeit, ganz guter Punkt vom auch. Zusammengeklappten Ding bin ich nach wie vor hin und weg von dem Ding. Nach wie vor King of the Pop. Alles, was das Falte jetzt eben gesagt hat, all diese Punkte, da hat man hier halt wirklich das Gefühl, als wäre das nicht die nächste Generation im Vergleich zum Rest, sondern die übernächste. Ja. Also als wären die wirklich so, es ist so ein Aha-Moment gefühlt, wie damals irgendwie für mich wirklich so Galaxy S2, weißt du so, also was für mich so ein riesiger Sprung war. Oder wenn ich noch länger zurückdenke, zum Beispiel damals beim Galaxy S8, wo wir zuerst mal diese dünneren Displayränder hatten und so, weißt du so. Das ist hier jetzt schon ganz ähnlich. Das habe ich irgendwie nicht kommen sehen letztes Jahr, dass das dann doch so schnell geht. Und dazu muss man sagen, die Displays sind klasse. Also die, weil man sich dann ja vielleicht denkt, ja okay, irgendwas wird Samsung schon trotzdem noch besser machen. Die sind Weltmarktführer in Sachen Displays. Nö, also sowohl das Innendisplay als auch das Außendisplay. Super hell, dünne Displayränder, ausreichend scharf, LTPO 120 Hertz. Was will man mehr? Ich weiß gar nicht, ob es BOE-Displays sind. Das ist ja irgendwie ein chinesischer Fertiger. Wollen sie nicht mit rausrücken. Aber sagen sie offiziell. Aber die müssen sich null verstecken, weder innen noch außen. Helligkeit, Blickwinkel, Farben, motz ich null. Also super. Wirklich, wirklich, wirklich toll. Ja, machen wir es mal als nächstes. Performance. Ja. Das ist ja auch so was, wo es dann heißt, ja, nicht der aktuellste Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor, sondern halt noch der Vorgänger. Kommt noch. Total Wumpe. Es ist schnell, die Bedienung ist feilschnell, auch der Wechsel von Innendisplay aufs Äußere und zurück. Egal, gerade das, was ich ja bei so einem Foldable mache, zwischen Außen und Innen und dann wieder zurück. Butterweich, richtig schnell, große, kleine Apps, das normale Alltagszeug. Die Performance, ja, für den Preis, wir reden ja von einem 2.000 Euro Foldable. Ne? Da könnte ich auch den neuesten Prozessor erwarten, auch weil das Gerät ja eigentlich auf der IFA vorgestellt worden ist und irgendwie gefühlt erst fast ein halbes Jahr später bei uns auf dem Deutschen. Eigentlich wird es in China vorgestellt, schon 2 Monate vor der IFA. Ja. Das hätte für den Preis und mit der Verzögerung hätte ich ja auch gerne gewünscht, dass wir in Deutschland oder in Europa dann eine Version mit einem Snapdragon 8 Gen 3 bekommen. Können sie aber aus irgendwelchen Gründen nicht machen, weil... Aber man muss keine Angst vor dem alten Prozessor haben. Nee. Ja, das da. Ganz deiner Meinung. Weißt du, was mich auch, ich will jetzt nicht sagen, positiv überrascht hat, aber ich hätte mir die Akkulaufzeit viel schlechter vorgestellt. Die Akkulaufzeit, gerade im Vergleich mit einem Z Fold 5 zum Beispiel, ist hier wirklich in Ordnung. Ja. Also das ist natürlich immer noch nicht auf dem Niveau, weil wir eben im Vergleich haben mit dem S24 Ultra, mit dem iPhone 15 Pro Max, die sind schon immer 24. noch besser. Aber ich komme jetzt hier auch mit der Kiste gut durch den Tag, obwohl ich häufig das größere Innendisplay benutze, weil es halt einfach Spaß macht. Ja. So. Und wenn man sich das einfach gibt, das Ding ist
dünner und leichter als ein Fold spürbar, hat trotzdem den, ich glaube, 600 mAh größeren ja. Akku. Es ist einfach nur beeindruckend und das ist ja noch nicht alles. Dann kommt noch die geile Fast-Charging-Nummer mit dazu. Also ich glaube, wie lang? 40 Minuten oder so, glaube ich, es oder bis 0 auf 100 unter einer Stunde. Und, ja. Ja, ich glaube, sie werben mit 36, 39 ja. und dann 40. Ich glaube, ich habe ja irgendwie 40 habe ich gemessen, aber ja. Es aber es ist halt einfach wieder, ich stecke es dran und es lädt innerhalb von 10 Minuten, habe ich ja. genug für was auch immer, was ich am Rest des Tages noch vorhabe oder, ne? Das ist es halt einfach. Wirklich, wirklich, wirklich toll. Hast du noch was Positives? Ich habe bestimmt noch was Positives. Also ich habe, wenn ich... Ja, mach mal ganz also kurz. Ich habe nur noch, ich finde, ich werde jetzt auch noch eine Nummer kritisieren. Also so ein paar dieser Dinge, wo ich sage, das macht Samsung dann doch noch besser, gerade Software-Technik. Ja, gut. Aber ich finde, man sieht hier schon teilweise, dass sie versucht haben, einige dieser bekannten Foldable-Funktionen oder wo Foldables halt von profitieren, zu integrieren. Stichwort Multitasking, Stichwort, wie nennt Samsung das, Flex-Mode, glaube ich, oder? Also, dass man quasi das Display hier so anwinkelt und sich was anschaut oder halt quasi ja, mit der Hauptkamera ein Selfie aufnehmen kann und sich das dann quasi über das Außendisplay als Viewfinder anschauen kann. Sie haben es schon versucht, aber sie haben sich stets bemüht. Man merkt dann halt, doch, dass Ihnen da ein paar Jahre Erfahrung ja. fehlt, glaube ich. Bin ich also jetzt nur softwaretechnisch. Achso, sind wir jetzt schon bei neutral, negativ? Nee, das war jetzt die fließende Überleitung. Ach so, also. zu neutral. Ja. Die Software ja. ist bei mir fast, also diese Nummer ist bei mir fast sogar bei Contra. Ja, ja, aber das ist, weil man vergleicht das Ding jetzt natürlich mit dem Platzhirsch. Und der ja. Platzhirsch sind die Samsung Galaxy Fold-Dinger. Und das hier ist im Endeffekt genau das Gegenstück dazu. Genau. Da, wo Samsung, was weiß ich, eine IP-Zertifizierung hat, ja. da, wo Samsung die Software ausgereift hat. Oder Wireless-Charging. Oder Wireless-Charging hat, ist genau das, was das Ding nicht hat. Es ist nicht wasserdicht, es hat kein drahtloses Laden und die Software, da merkt man einfach, dass es noch am Anfang ist, zweite Generation oder was wir hier haben und Samsung schon in der 5.-6. war oder sowas, wo es komplett ausgereift ist, wo genau. auch das Multitasking, gerade hier ist es so, ich muss jedes Mal, ich habe nicht die App-Paare oder sowas, ich muss immer wieder neue Dinger hinschieben und. Und bei anderen kann ich einfach die Pärchen machen, weil ich einfach die Apps weiß, weil ich gerne, was weiß ich, Twitter und Instagram ja. oder Twitter und Threads oder ich habe mein YouTube und surf nebenher noch im Web oder was auch immer parallel und pack das als Pärchen. Und packt die dritte App noch oben drüber. Hier ist das immer eher ein, was soll man sagen, ein Gefrickel. Ja, dieses Multitasking. Was auch nicht immer gleich funktioniert. Ja, und du oder bist dann verschiebt man mal so, es ja, tut ja, sich krank. Ja, ja, kann ja. der passieren. Deswegen, also ja, ich kann ja auch mit Multitasken, aber ich verstehe es nicht, warum sie dann nicht einfach bei Samsung das 1:1 kopiert haben. Weil das wahrscheinlich doch noch ein bisschen dauert. Also ja, das dann so. Deswegen. Das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Und diese Softwarekritik ist eigentlich bei mir beim Contra, wo ich mir denke, wie kann ich so ein geiles Stück Hardware abliefern und bei der Software nur Basisfunktion. Wie gesagt, ich kriege hier auch die Basissachen hin, es ist aber ein bisschen frickeliger als bei anderen. Und ich verstehe nicht, wie die Hardware-Ingenieure bei Honor so geile Typen oder Mädels sein können und die Software-Typen so versagen. Aber weißt du, was ich glaube? Also das kommt mir jetzt ein bisschen zu negativ rüber bei ja, dir, weil bitte? Versagen ist es nicht. Also ich sag mal, wenn ihr von einem Z Fold 5 kommt, dann wird euch das auffallen. Ja. Wenn das euer erstes Foldable ist, weil ihr, wie wahrscheinlich viele, einfach immer gesagt habt, nee, die Dinger sind mir zu groß, zu dick, zu schwer, ja, dann werdet ihr euch hier schon auch teilweise denken, oh, das ist irgendwie umständlich gemacht und da könnte noch mehr gehen. Aber man Oppo, kann es Xiaomi. Trotzdem nutzen. Selbst ein Google Pixel hat es besser Multitasking hingekommen. Smartphone-Tester, so, weißt du? Also das ist jetzt nicht so, dass es unbenutzbar wäre. Nein, es ruckelt ja auch nicht. Es gäbe halt noch so viel Potenzial, das ja, ist die Nummer. Das meinte ich im Vergleich genau. zur Hardware ist die Softwareabteilung. Ja, ich bin ja komplett bei dir. Ich will das nur einordnen, dass das hier jetzt nicht zu negativ rüberkommt. Nein. Es ist auf jeden Fall nicht so schlimm, dass es das geile Gerät kaputt machen Nein, würde. Auf gar keinen Aber wir müssen hier Fall. Auch irgendwas kritisieren. Wir können uns hier nicht nur hinsetzen nicht nur loben. Und sagen, alles geil. Also weil das jetzt quasi so ein fließender Übergang war, waren wir uns ja einig, dass das sogar eher Kritik ist. Weißt du, was bei mir neutral ist? Die Kamera. Kameras. Genau. Ja. Weil die Kameras nicht schlecht sind und das ist alles grundsolide. Man kann damit gute Bilder machen. Weitwinkelkamera, okay. Zoom, naja, okay. Videoqualität, ja. Audioqualität, ja. Aber da ist,
Also da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ja. So ein Pixel Fold zum Beispiel ist hier eigentlich in allen Belangen etwas besser. Und auch das Z Fold 5 ist da in manchen Punkten ja. bei den Videos schon besser. Ja, vor allem bei dem, vor allem es ist wieder das, wo ich mir denke, ich habe ja hier wieder so ein Teil, wo ich auch mit der, ne, ich kann es ja aufklappen und dann die Hauptkamera genau. auch für meine Selfies nutzen, dass ich, wo ich mir dann denke, piep auf die Selfie-Kamera oder sowas. Ne? Brauchst du ja eh nicht, machst ein bisschen unhandlicher, eher so deine Fotos mit der Hauptkamera. Und ja, die Hauptkamera ist besser als die anderen drei Dinger, die da verbaut sind. Aber es ist noch auf, ja, aber es ist halt immer noch so, ich weiß, man zahlt die 2000 Euro hier nicht für die Kameras, wie es bei vielen anderen Smartphones ja der Fall ist, sondern ich zahle die 2000 Euro dafür und dafür. Und dass es so dünn und leicht ist und alles so sexy ist, ja. Aber es ist da noch was ein bisschen enttäuschend, wo ich mir denke, ihr könntet da ruhig ein bisschen mehr abliefern. Absolut. Ja. Bin ich ganz bei dir. Ansonsten, weißt du, was ich auch noch bei neutral habe? Den Fingerabdrucksensor. Ja. Ja, pass auf, ja. aber ich finde den bei Samsung schlechter. Der nervt mich beim Fold noch mehr. Der hier nervt mich auch, also der ist jetzt auch nicht perfekt so, aber ich habe hier eine höhere Treffquote als bei anderen. Ich weiß nicht, wieso das so ein Problem ist bei diesen Foldables. Ich verstehe es nicht, weil es gibt ja genügend Beispiele mit so einem in den Powerbutton integrierten Fingerabdrucksensor, die gut funktionieren, aber... Ja. Honor hat aber Rettung für euch. Wir haben hier wieder eine Gesichtsentsperrung, klar. die... Instant ist. Also ich weiß nicht, ob der nur geguckt habt, ob das Objekt eine Nase hat, aber die Entsperrung mit Gesicht die ist deutlich besser. Instant. Unsicherer, aber besser. Ja, aber dass ich mir dann da denke, piep auf den Fingerabdrucksensor. Also ja, klar, wäre natürlich auch schön, wenn der noch besser ist. Aber man könnte es mit dem Gesicht wirklich instant entsperren. Ja, und das letzte Thema, worüber Preis, wir meiner Preis, Meinung nach, Preis, ja, Preis. Das hast du ja schon so ein bisschen, aber auch Updates. Also so, es gibt ja diese Update-Garantie, glaube ich, 4 große Android-Versions-Updates, 5 Jahre Sicherheits-Updates, was mich gewundert hat. Also war ja. schon viel. Und aber das Ding wird immer noch mit 13 ausgeliefert. Das und die Sicherheitspatches könnten schneller kommen. Mhm. Und generell ist Honor hier so, es ist nicht so schlimm, wie es zum Beispiel früher bei Motorola war. Ja. Aber es ist auch nicht so gut, wie es bei Samsung oder bei Google ist. Also dass ihr hier wirklich, es ist Februar, ihr wartet 2-3 Tage, ihr bekommt den Februar-Sicherheitspatch. Sie meinten zwar zu mir, weil ich das angesprochen habe, ja, das soll hier jetzt besser werden, gerade bei unserem Premium-Produkt. Ja, aber, ja dann liefert mal. Ja, genau, liefert erstmal so. Das es muss euch aber klar sein im Vorfeld, deshalb möchte ich es ansprechen. Und genau das ist es halt auch wie mit der anderen genau. Software-Nummer. Wie gesagt, hardwaremäßig ein Wunderwerk der Smartphone-Ingenieurskunst, was hier abgeliefert wurde. Schöner Satz, ja. Allen anderen, ich habe sie eben aufgezählt, mindestens eine Generation voraus. Genau. Aber Software, Updates, Geschwindigkeit der Updates, hinken sie halt einfach so viel hinterher. Das Schöne ist, und das müssen wir da auch noch sagen, kann ja noch kommen. Also das sind ja wirklich Dinge, die man verbessern und nachliefern kann. Dafür muss ich das Gerät aber erstmal gut verkaufen. Und das bei einer UVP von 2.199 Euro. Und dafür, dass sie tun, wir sind jetzt hier der Neue und wir haben Huawei in China überholt und wir sind jetzt wieder wer und so groß. Das könnte sich dann auch bitte in der Software widerspiegeln. Vor allem, es ist ja nicht nur das V2, unabhängig davon, dass wir so viele Magic Monate gewartet haben. Guckt mal, wo das Android 14er Update bei Magic 5 Pro, ne? Und jetzt werden die Dinge ausgeliefert. Und sie starten auch jetzt ein halbes Jahr später immer noch mit Android 13. Und da muss für einen Premium-Hersteller, und das waren sie ja, sind sie ja auch mit Magic 5 Pro, ne? Und mit dem Ding sind sie ja absolute Oberklasse wieder. Genau. Da muss der Softwareanspruch aber auch noch da sein. Und dann kommen wir noch zum Preis. Und ich weiß, ich glaube, das V2 gibt es auch wieder bei Sparhandy. Oder Honor genau. sowieso. Also da würde ich euch tatsächlich einen Vertrag empfehlen, weil sonst tut das sehr weh. Es ist ja genau das, die Vertragsdinger. Und dann guckst du dir die Preise an. Und ich weiß, europäische Märkte sind halt immer so eine Sache. Da darf ja jeder sein eigenes Süppchen kochen. Ne? Aber dann wird das Ding bei uns gestartet für 2.000 Euro vertickt. Dann guckst du dir England an und dann ist es da irgendwie für 1.800 in Italien. Wobei mir jetzt auch einige geschrieben haben, Zuschauer, die dann irgendwie, ich weiß nicht mehr wo, aber auch einen ganz relativ guten Deal bekommen haben. Also wo sie sich irgendwie direkt 500, 600 Euro sparen Richtig. konnten. Richtig. Darauf wollte ich halt hinaus. Und dann kosten die Dinger in Italien irgendwie 1.700 und in Frankreich bekamst du das Ding für 1.400 hinterhergeworfen. Ne, und dann stehst du da und fühlst dich da auch ein bisschen, ich will nicht sagen veräppelt, aber ja doch, wenn du dir das anguckst und hier bekommst du eine Dreingabe von, was weiß ich, die du vielleicht für 100 Euro bei deine Watch bekommst, die du vertickst und dir den Preis dann auf 1900 Höhen rechnen kannst. Und in Frankreich kriegst du das Ding fast für 1000 Euro. Also ich will gar nicht sagen, dass der Preis hier, ich will schon sagen, dass er zu hoch ist und zu überzogen ist, aber es wäre
deutlich entspannter gewesen, wenn das Ding hier, ich glaube, es wurde vorgestellt im Juli in China, Juli 2023. Okay, kann man sagen, muss man noch ein bisschen abwarten, aber wenn das Ding dann zur IFA wirklich im September verfügbar gewesen wäre, dann hätte man sagen können, ja, aber Samsung ist gar nicht so viel günstiger im Vergleich, aber jetzt bist du halt in so einer Situation, wo das Fold, glaube ich, bei 1200 war oder so. Also deutlich günstiger. Ja, ja, ja. Straßenpreis. Und dann ist es halt irgendwie einfach schwer. Also fürs nächste Jahr würde ich mir einfach wünschen, wenn da der Nachfolger kommt, der immer noch seine Vorteile haben wird, dass das Gerät gleich zu uns nach Deutschland kommt. Am besten günstiger als Samsung, aber nicht teurer als Samsung. Dann noch mit einer geilen Vorbestelleraktion. Und dann können die hätten, hier auch richtig angreifen. Du, das ist es halt. Ne? Wenn das Ding nicht 2000 Euro kosten würde, sondern einfach, sie können es ja 2000 kosten lassen, aber wenn du dann einfach weißt, du kriegst noch dein PS5 dazu, ne? Oder ja. So, wo du dann einfach sagen kannst, damit kannst du dir den Preis um 400 Euro günstiger rechnen oder sowas. Kein Ding. Aber wenn du dann auf einmal die Dinger bekommst, so viel danach, und dann guckst du einfach über die Grenze oder sowas. Und das ist ja heutzutage auch gar kein Problem, bei anderen Online-Shops im europäischen Ausland zu kaufen. Und du sparst mehrere hundert Euro. Da fühlst du dich dann auch nochmal veräppelt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, spreche ich da für uns beide. Geiles Gerät. Das geilste Folie seit ganz, ganz langer Zeit. 1337. Ja. Lied. Bitte weiter so, Honor. Nur, wie gesagt, ein paar Punkte gibt es noch zu verbessern. Ja. Und dann kommen wir aus dem Schwärmen. Ihr seid auf einem traumhaften Weg. Ja. Riesige Fans. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Die super Hardware abliefert. Jetzt noch ein bisschen mehr in der Software-Liebe reinstecken und an Updates der Preisschraube. Und wir sind dann. Weil der Rest läuft ja schon. Genau. Das soll es gewesen sein. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.